Boah, letztens, da war ich hier auf TikTok ein bisschen unterwegs, hab hier ein bisschen rumgescrollt, ne? Und da war aber ein ganz böser Cringe und so, ne? Da war ein Mädchen und die hat so tanzend getut und oi, da, ihr kennt, ne? Oder? Das ist immer so schlimm, immer so fremdscharmäßig und so, ne? Da ist immer. Aber TikTok hat auch wirklich schöne Seiten. Ich meine, ohne TikTok hätte ich zum Beispiel nie das beste Video der Welt gefunden. Ich meine, schaut es euch an. Es ist sehr gut, oder? Es ist der Hammer. Aber manchmal sehe ich auf TikTok dann so ein paar Sachen, wenn ich hier rumscrolle auf meiner For You-Page, die mich einfach ankotzen. So habe ich zum Beispiel letztens ein Video angezeigt bekommen vom Drachenlord, wo er halt darüber theoretisiert, was passiert, wie sieht das Universum aus, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Sieht man da noch Licht? Wenn man ein Auto hat, das mit Lichtgeschwindigkeit funktioniert, funktionieren dann noch die Scheinwerfer? Wenn man schneller als das Licht ist, Lichtgeschwindigkeit erreicht, ist es für einen selbst dunkel? Weil theoretisch, wenn man sich so schnell wie das Licht bewegt, dann hat man ja eigentlich kein Licht. Solche Thematiken finde ich saugeil. Eigentlich alles interessante Fragen und so, aber weil es natürlich der Drachenlord ist, wurde er da dann zu Tode geflamed in den Kommentaren und so, in Physik Kreideholen gewesen, oder? Das hat bestimmt, haben bestimmt 10 verschiedene Leute geschrieben. Er hat ja noch nicht mal irgendwie gesagt, was dann passiert. Er hat nur darüber theoretisiert, was dann, wie das wäre und dass es ihn interessiert, was dann wäre, wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, wie dann alles aussehen würde, wie die Physik noch funktionieren würde. Also er hat gar nichts gemacht, mit dem er sich blamieren konnte in diesem Clip, aber trotzdem natürlich die Leute. Fällt mir echt schwer, den nicht zu haten oder so ein Schwachsinn. Die eigentlichen Leute, die sich da blamiert haben, das waren die ganzen Vollidioten, die in den Kommentaren irgendwelche Halbwahrheiten reingeschrieben haben. Gravitationskraft kann schneller sein. Beispiel: Schwarzes Loch. Da ist es dunkel, weil es das Licht anzieht, also schneller ist. Frage beantwortet, mein Lieber. Wenn man schneller ist als das Licht, hat man, glaube ich, schon die Schallmauer durchbrochen. Wenn man das geschafft hat, kann man Zeit reisen. Für alle, die es nicht verstehen, Raumzeitkontinuum ist das, was zwischen Leere und Zeit existiert. Und selbst wenn man Zeit reisen könne, könnte man einfach in ein anderes Multiversium. Aber das ist wiederum die Multiversium-Theorie. Guckt einfach die Serie The Flash, da wird alles super erklärt, was Raum-Zeit-Kontinuum angeht und Zeitreisen. Wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, tut man Zeitreisen und könnte somit, beziehungsweise ist in der 5-Dimension, also bewegt man sich außerhalb der Timeline. Somit ist man überall und nirgendwo gleichzeitig. Ich frage mich, ob man dann immer noch Licht hat. Aber man hat immer noch Licht. Na, die von sogenannten Quantlichtquellen sind selbst mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Deswegen sind die ganzen Neutronenlichtfünkchen nicht schnell. Also wenn da was Physik angeht, so krasse Missstände sich hier aufmachen, dann ist es ja quasi meine Pflicht, einmal in meinem Leben mein Physikstudium, was ich gerade mache, auch mal für was Gutes zu benutzen. Deswegen möchte ich mal jetzt versuchen, so gut es mir möglich ist, zu erklären, was dann da passieren würde und was eben auch wirklich nicht passieren würde. Also ja. Also diese ganze Mechanik und was passiert, wenn man sich bewegt mit sehr hohen Geschwindigkeiten in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit? Gehört alles zur speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und die basiert auf zwei sehr wichtigen Annahmen. Und für die eine erkläre ich erstmal, was ein Inertialsystem ist. Und zwar ist ein Inertialsystem ein System, das nicht beschleunigt oder abgebremst wird. Ich jetzt hier auf der Erde bin in einem Inertialsystem und ich in einem Zug, der mit 100 km/h fährt, bin ich aber auch in einem Inertialsystem, weil er eben nicht beschleunigt. Die Idee ist, dass die Physik in jedem Inertialsystem gleich ist. Da kommt übrigens auch der Name her und so von der Relativitätstheorie. Also ja, ihr seht schon, ziemlich wichtig. Eine zweite sehr wichtige Annahme für die Relativitätstheorie ist, dass durch Experimente vor Einstein herauskam, dass die Lichtgeschwindigkeit scheinbar konstant ist, egal wie man sie misst. Diese beiden Annahmen hat dann Einstein eben versucht zu kombinieren, weil, wie wir jetzt auch gleich sehen werden, wenn man das versucht zu kombinieren, dann sieht man, dass da ein paar auf dem ersten Blick vielleicht unlogische Sachen passieren. Für die Relativitätstheorie ist sehr wichtig der Gamma-Faktor, den kann man sich jetzt auch herleiten, aber das mache ich mal nicht. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr wisst, Gamma ist gleich 1 durch die Wurzel von 1 minus V² durch C². Und V ist eben die Geschwindigkeit des Systems, C ist die Lichtgeschwindigkeit. Behaltet den Gamma-Faktor einfach mal im Hinterkopf. Kommen wir jetzt nämlich zum einem der wichtigen Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie, nämlich der Zeitdilatation. Und zwar stellen wir uns jetzt einfach mal hier ein Raumschiff vor, das bewegt sich mit einer Geschwindigkeit v und innen drin ist so eine Lichtuhr. Also das ist oben ein Spiegel, unten ein Spiegel und da springt dann eben ein Lichtstrahl hin und her und es wird die Zeit gemessen, die das Licht braucht, um eben einmal
hoch und wieder runter zu gehen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in diesem Raumschiff und gucken auf dieses Spiegellichtsystem. Die Spiegel haben den Abstand A voneinander und sie brauchen für diese einmal hoch und einmal runter Bewegung, also für zweimal die Strecke A, brauchen sie die Zeit T. Aber jetzt Relativitätstheorie, alle Inertialsysteme funktionieren gleich. Das heißt, stellen wir uns mal vor, wir sind dieser unglaublich gut aussehende junge Mann, der von außen hier auf das Raumschiff schaut. Dann würden wir die Bahn von dem Licht als so einen Dreiecksweg sehen. Weil in der Zeit, wo das Licht nach oben und nach unten geht, bewegt sich ja das Raumschiff um eine bestimmte Strecke in die V-Richtung. Und die Strecke, die es sich bewegt, ist eben genau V mal die Zeit, die es braucht, um einmal hoch und runter zu gehen. Nennen wir einfach mal diese Strecke V mal T 2b. Aber das sieht doch irgendwie jetzt ein bisschen komisch aus, oder? Wenn Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Also schauen wir uns das am besten nochmal genauer an. Diese ganze untere Seite dieses Dreiecks haben wir 2b genannt. Das heißt, die Hälfte bis zur Spitze nach oben ist dann eben 1b. Eben die Höhe des Dreiecks ist a. Und jetzt sehen wir, wenn wir b und a als diese Seiten betrachten von dem Dreieck, dann haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Das heißt, wir können den Satz des Pythagoras verwenden, um die Hypotenuse zu berechnen. Heißt das für uns, wenn wir von außen auf das Raumschiff schauen, dass das Licht in der Zeit t die Strecke 2c absolviert. Also es geht einmal so und einmal so. Aber wenn wir im Raumschiff gucken, dann bewegt sich das Licht ja nur die Strecke a hoch und dann wieder die Strecke a runter, also zweimal a. Und weil wir ja wissen, c Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat, muss c ja größer sein als a. Das heißt, 2c ist eben auch größer als 2a. Aber wie kann es denn jetzt sein? Lichtgeschwindigkeit ist doch konstant. Wie kann es denn in derselben Zeit zwei unterschiedliche Strecken lang gehen? Und jetzt hat der Einstein, der war ein klasse Typ, das kann ich euch sagen, der kam da auf eine ganz schlaue Idee drauf. Nämlich, dass die Zeit nicht konstant ist, sondern dass die Zeit im Raumschiff, das sich bewegt, von unserer Sicht aus langsamer vergeht als unsere Zeit. Kurzer Einschub noch, weil ja jedes Inertialsystem gleichberechtigt ist, könnte man es natürlich auch so ansehen, als wäre man im Raumschiff und das Raumschiff bleibt stehen. Und das gesamte Universum um einen herum bewegt sich mit V in eine andere Richtung. Das ist genauso eine richtige Ansicht. Aus der Sicht würde dann eben die Zeit im Universum langsamer vergehen, als die Zeit bei mir im Raumschiff. Jetzt ist ja aber die Frage, um welchen Faktor vergeht denn da die Zeit langsamer? Gibt es da irgendeinen Faktor, den ich vielleicht schon erwähnt habe? Der Gamma-Faktor. Ja klar, da ist er wieder. T', also die Zeit im Raumschiff, ist gleich Gamma mal T, also die Zeit für mich außerhalb. Hier habe ich natürlich nochmal schön Gamma hingepackt. Das ist eine wunderschöne Formel, oder? Diese Wurzel. Das gefällt mir einfach. Und jetzt schauen wir einfach mal, weil wir richtige Spaßvögel sind. Was passiert denn jetzt, wenn ich für VC einsetze? Also das, was der Drachenlord möchte. Er möchte ja mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Und wir sehen, wir teilen C Quadrat durch C Quadrat, was eben 1 ist. Dann machen wir 1 minus 1, haben 0. Die Wurzel von 0 ist 0, also teilen wir durch 0. Und das geht nicht. Das darf man nicht, ja? Da könnt ihr der frechste Dachs der Welt sein, aber ihr dürft es nicht machen. Durch Null teilen ist verboten. Was im Umkehrschluss natürlich auch heißt, dass wir uns nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen können. Alles, was eine Masse hat, kann sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Es kann sehr nah rankommen, aber es kann sich nie genau exakt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das heißt, dieses Gedankenexperiment vom Drachenlord ist sehr theoretisch, weil es halt einfach nicht, also es würde einfach nicht funktionieren. Das heißt, alle meine Annahmen basieren jetzt darauf, was passiert, wenn wir sehr nah an die Lichtgeschwindigkeit rangehen und was können wir dann daraus schließen, wenn wir tatsächlich theoretisch mit der Lichtgeschwindigkeit fliegen würden. Okay, jetzt wissen wir, wenn wir C einsetzen, klappt unser Gamma-Faktor einfach nicht mehr. Was können wir denn jetzt machen? Haben wir da vielleicht nicht mal was in der Schule gelernt dazu? Was man machen kann, wenn man 0 oder sowas nicht einsetzen kann, aber trotzdem das Verhalten von der Funktion gegen diesen Wert kennen möchte? Da kommt auch der gute alte Limes ins Spiel, oder? Machen wir doch einfach den Limes von Gamma für V gegen C und schauen, was dann passiert. Wir sehen, wenn V gegen C geht, dann geht V Quadrat durch C Quadrat gegen 1 und 1 minus V Quadrat durch C Quadrat geht gegen 0. Die Wurzel von was gegen 0 geht, geht dann eben natürlich auch gegen 0. Das heißt, wir haben 1 durch eine Zahl, die verschwindend klein wird und das bedeutet, dieser Bruch geht gegen unendlich. Also je näher wir an die Lichtgeschwindigkeit kommen, desto größer wird unser Gamma-Faktor. Je größer der Gamma-Faktor wird, desto größer ist auch die Zeitdilatation. Das heißt, dass die Zeit praktisch stehen bleibt. Sie wird unendlich lang in die Länge gezogen. Also das ist schon mal unser erstes Ding. Wenn wir uns in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit begeben, bleibt die Zeit still stehen. Dann gibt es auch noch so eine Kehrseite zu der Zeitdilatation. Das ist die Längenkontraktion. Die besagt, je schneller sich ein Objekt bewegt, vor allem eben dann gegen die Lichtgeschwindigkeit, desto stärker wird es eingedrückt in die Richtung der Bewegung. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach vorne zu euch bewege, dann bin ich ein minimales Stück dünner, als wenn ich hier sitzen bleibe. Die Formel für diese Längenkontraktion ist eben, da haben wir natürlich auch wieder den guten Gamma-Faktor,
L' ist gleich L geteilt durch den Gamma-Faktor. Oder eben nochmal anders ausgedrückt, L' ist gleich L mal die Wurzel von 1 minus V² durch C². Auch hier können wir jetzt wieder den Limes von V gegen C schicken und sehen dann eben, dass diese Längenkontraktion gegen 0 geht. Das heißt, wenn sich das Raumschiff mit nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist es irgendwann nur noch eine ganz dünne Scheibe und irgendwann eben auch gar nicht mehr zu erkennen. Also heißt für uns, zwei große Erkenntnisse. Könnte man rein theoretisch mit der Geschwindigkeit des Lichts reisen, dann würde die Zeit des Universums außenrum stehen bleiben. Außerdem würde das Universum unendlich dünner scheinen in die Richtung, in die ich mich bewege. Was natürlich logischerweise auch heißt, es gibt einfach nichts zu sehen. Also die Frage, ob man dann sehen kann oder nicht, ist einfach nicht zu beantworten, weil es gibt ja gar nichts. Also was willst du in einem unendlich dünnen Universum, in die Zeit stillsteht, noch anschauen? Also all eure Antworten von wegen, man sieht dann die Quantenebene der fünften Dimension mit dem Neutronenblitz und kann alles sehen. Nee, also nein, kann man nicht. Und es ist wirklich erstaunlich, dass ihr das einfach so als Fakt hinschreibt. Ich meine, das gefällt mir einfach nicht gut. Also tut einfach nicht alle so, als wärt ihr ein Profi. Ich bin übrigens auch kein Profi. Da sind vermutlich auch noch ein paar Fehler drin. Ich wollte es ein bisschen runterbrechen, damit man zumindest so ein bisschen einen richtigen Ansatz hat, was da passieren würde, auch wenn die Frage an sich natürlich nicht sinnvoll ist, weil es eben physikalisch unmöglich ist. Ich hoffe, ich konnte die spezielle Relativitätstheorie zu einem gewissen Grad euch jetzt ein bisschen näher bringen. Und ich hoffe auch, dass ihr einfach nicht mehr auf den Drachenlord einprügelt, nur weil es der Drachenlord ist. Auch wenn er gar nichts Dummes gesagt hat, sondern einfach nur eine ganz normale physikalische Frage gestellt hat. Aber ja, das war es jetzt erstmal. Dann wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche oder was auch immer. Und ja, ciao.